Hallihallo meine liebe Leseratten da draußen. Heute möchte ich euch von Sally Perell Ich war Hitler, Junge, Salomon vorstellen. Das Buch hat von mir keine Bewertung bekommen, da es ein historischer Roman ist, der wirklich, ja, dass es wirklich passiert ist, was hier drin geschrieben ist. Sally Perell heißt eigentlich Salomon Perell, deswegen Ich war Hitler, Junge, Salomon. Und Sally Perell lebt bis dato noch, also wenn ihr das Video seht, bis dato lebt er noch. Er ist immer noch ein Holocaust-Überlebender. Und ja, in dem Buch schreibt er nieder, wie er es geschafft hat, als Jude in der Hitlerjugend zu überleben, beziehungsweise überhaupt zu überleben, nicht in ein Ghetto zu kommen oder auch überhaupt in ein Konzentrationslager, sondern verdeckt als Jude in der Hitlerjugend überlebt. Sally Perell ist am 21. April 1925 in Peine nahe Braunschweig geboren worden, hat zwei ältere Brüder und eine ältere Schwester, die hießen Isaac, David und Bertha. Bertha, ein total alter Name, aber Bertha. Und wie gesagt, er ist in Peine geboren, aufgewachsen und nachdem die NS, die Nazis und all dem dann in Peine einmarschiert sind, sind sie dann geflohen nach Polen und von Polen ging es dann aus nach Gottron mit seinem Bruder David und dann sind sie nach Lodz geflohen und von da aus ist er zum Volksdeutschen geworden, hat seine Papiere eben vernichtet, dass man ihn als Jude erkennt. Man hat Juden ja früher, ich weiß nicht, ob man heutzutage sie noch beschneidet, aber früher hat man ja die Juden beschnitten und daran hätte man schon erkennen können, dass er Jude war. Und in Lodz war das wirklich so, dass, oder Gottron? Auf jeden Fall hat er seine Papiere vernichtet und hat dann eben sich als Ich bin Volksdeutscher sich vor den Soldaten hingestellt und das gesagt. Und somit fing das Ganze auch an, dass er eben als eigentlicher Jude dann für die Nazis kämpft gegen andere. Und es ist dann halt wirklich so, wo er dann sagt, er ist Volksdeutscher, hat er sich einen anderen Namen zurechtgelegt und zwar Josef Pergel. Pergel ist angelegt an Perel und da ist es halt wirklich so, muss ich ganz kurz gucken, ich habe mir das markiert, wo das... hatten sie nämlich gesagt, dass also auf jeden Fall, ich finde es gerade nicht, dass hier gesagt wird, dass Pergel lateinisch sein sollte oder so und deswegen er trotzdem aus Deutschland kommt. Er in Gottron geboren worden ist, aber er sei Volksdeutscher. Ja, daraufhin ging das Versteckspiel natürlich größtenteils immer wieder los. Er musste sich verstecken, musste dann auch an der Front kämpfen und da ist er auf einen Arzt gestoßen, der ein bisschen pädophil war. Und er sein Geheimnis ihm aber dann anvertrauen konnte. Und dieser Arzt hat es leider dann eh nicht überlebt. Und somit eben das Geheimnis von Sally mit ins Grab genommen. Ja,
Was kann man noch drüber erzählen? Ich kann euch nicht spoilern, weil es ist ja wirklich so, es geht ja um den Zweiten Weltkrieg. Es hat mich zerstört, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich das Buch gelesen habe. Ich konnte nicht viele Seiten auf einmal lesen. Ich musste immer wieder Pause machen, weil es einfach viel zu anstrengend war, immer diese Bilder vor Augen zu haben. Und am Ende des Buches fand ich das ja dann auch super, dass er wenigstens seine beiden Brüder noch hatte, die dann auch schon selbst eben Familie gegründet haben. Die Schwester, die hat es nicht überlebt, die Mutter wurde vergast und der Vater, der ist im KZ gestorben an Unterernährung. Und damals sind ja wirklich sehr viele Leute, nicht nur Juden, sondern überhaupt auch Leute, egal ob es Nazis sind oder nicht, sind ja sehr viele Leute gestorben. Und es ist wirklich sehr erschreckend, was er damals auch durchmachen musste, dass er in Rassenkunde gelernt hat, ja, woran könnte man den Juden erkennen, und ein Jude sieht einfach ganz genauso aus wie du und ich, weil was man ist an den Juden unterschiedlicher als wirklich an den normalen Deutschen oder an den Italiener, an den Franzosen. Also ich würde keinen Unterschied kennen. Und er war dann auch, wenn ich richtig bin, 3 Jahre in der Hitlerjugend in Braunschweig in dem Internat und hat halt, ja, war immer eben in diesem Zwiespalt, nicht erwischt zu werden und dann trotzdem Sally Perel zu bleiben. Und ja, es ist wirklich sehr, sehr schwer in der Zeit für ihn gewesen, von, jetzt lass mich lügen, war das wirklich von 1941 nimmt er die falsche Identität als den Hitlerjunge Josef Pagel an. Ja, bis zum Kriegsende verbringt er in einem Internat der Hitlerjugend in Braunschweig. Jahre, in denen sein Leben davon abhängt, wie gut er seinen Feinden vorspielen kann, dass er einer von ihnen ist. Und ich muss auch sagen, er hat nicht nur einen, nicht nur zwei, er hatte so viele Schutzengel, dass er wirklich gar nicht verraten worden ist. Bin wirklich so, wow. Vor allem ist es auch, hat er beschrieben, dass er hier in Braunschweig zur Polizei musste und da in Gottron dann Papiere anfordern sollte. Und in dem Zeitraum, er hatte glaube ich 1 Monat Zeit, und in dem Zeitraum wurde diese Polizeistation, beziehungsweise in der Zeit wurde Braunschweig bombardiert und dadurch wurde auch die Polizeistation bombardiert und ja, bitteschön, ich muss jetzt nichts mehr nachweisen oder so. Also es ist wirklich, er hatte so viele Schutzengel, dass er das überlebt hat. Es gibt ja auch das Tagebuch der Anne Frank, die hat es ja nicht überlebt, kurz bevor das KZ von Auschwitz ja aufgelöst worden ist, ist sie ja verstorben leider. Und es gibt auch noch ganz viele andere Juden. Und dadurch, dass ich ja im Pflegeheim arbeite, ist es so, ich höre gerne den Leuten zu, die auch in der Zeit geboren ist. Nachdem ich das Buch beendet habe, habe ich erstmal mit meinem Opa drüber gesprochen. Weil ich musste mit jemandem reden, der diese Zeit teilweise wirklich mitgemacht hat. Und mein Opa ist in der Zeit geboren, beziehungsweise hat er mir dann auch erzählt, dass er noch nicht in die Hitlerjugend, sondern
da reingekommen ist, was es noch für Grundschüler gab. Und ja, also es ist wirklich eine sehr schlimme Zeit und wie ihr merkt, ist das auch, geht es mir richtig ans Herz. Vor allem, was man jetzt auch eben in den Nachrichten wegen Ukraine, wegen Russland sieht. Also ich kann mir die Nachrichten gar nicht mehr angucken, weil ich, nee, also ich konnte es nicht mehr. Ich kann es nicht begreifen, was damals passiert ist, dass Hitler eben die Juden dafür beschuldigt hat, dass Deutschland immer ärmer wird und sie immer reicher. Und dass Hitler meinte, ja, die Deutschen sollten sich mit ihren gleichen fortpflanzen und nicht mit den Juden. Das darf nicht nochmal passieren. Also deswegen ist es mir so wichtig, dass ich das. Es ist zwar vergangen, in der Vergangenheit, aber wir dürfen nicht vergessen. Das ist das Problem. Die heutige Jugend, die jetzt, ich zähle mich teilweise auch noch dazu, obwohl ich schon 30 werde, müssten immer wieder daran erinnert werden, dass es so eine Zeit gab. Es gibt auch ganz viele Bücher wie Kinder der Nachkriegszeit. Da zählen meine Eltern dazu, eure Eltern zählen auch dazu, die Kinder der Nachkriegszeit. Was alles halt, wir leben gerade wirklich größtenteils im Frieden und die Kinder, also unsere Eltern, die vermissen irgendwas. Irgendwas ist, sei es was weiß ich nicht, ne? Also, ja. So, lange Rede, kurzer Saiyajin. Ich hoffe, euch hat die Rezension gefallen. Ich hoffe, man kann es Rezension nennen. Es ist auch ein bisschen länger geworden, weil es ist halt kein Buch, wo ich euch spoilern kann. Es ist, wie es ist. Und wer vielleicht auch schon Sally Perel mal selbst gesehen hat, oder auch das Buch gelesen hat, kann es mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und ja, bitte lasst das nicht nochmal so weit kommen. Ciao!